Umweltschutz und Bergbau, das ist ein Thema, das geht für mich jetzt nicht zusammen. Das macht mir Bauchschmerzen. Da würde ich von Ihnen gerne wissen, wie man das miteinander vereinbaren kann. Jedes Rohstoffprojekt fängt im Grunde genommen schon mit Umweltschutz an. Das beginnt in der Planung. Das heißt, wir wissen also vorher schon, wenn wir irgendeine Fläche mit Bergbau beaufschlagen, wie wir das tun, wie wir das möglichst tun, ohne dass irgendeine Belastung für die Bevölkerung sich daraus ergibt, weder kurz-, mittel- noch langfristig. Und halten Sie das dann auch im Ausland so streng? Im Ausland gelten eben zum Teil andere Gesetze. Okay. Wir haben aber inzwischen so ein Mainstream, einen internationalen Mainstream, der in diese, ja, in dieses Environmental Mining, also umweltbezogenen Bergbau führt. Man muss sich das nur eben über verlängerte Zeiten vorstellen. Bergbau ist ein langfristiges Geschäft. Also wir reden in der Regel immer von Zeithorizonten um die 20 Jahre. Und das, ich sag mal, von der Entwicklung bis hin zur Umsetzung, also wie Gebare. Da ist es natürlich auch schwer zu kontrollieren. Und deswegen treten wir auch für die Rahmenbedingungen ein. Und die Rahmenbedingungen sollen ja nicht nur singulär bei uns gelten, sondern auch eben im Ausland. Und deswegen, insbesondere was Entwicklungs- und Schwellenländern anbelangt, treten wir in diversen Gremien als Fachvereinigung dafür ein, dass hier stärker auch die Rahmenbedingungen gefördert werden, auch durch die internationale Gemeinschaft. Dann schicke ich in 20 Jahren meine Tochter vorbei und die überprüft das dann. Das dann können Sie gerne tun, ja klar. Dann danke und für die Informationen, ja, und danke für das Interview. Ja, ich danke Ihnen.